Wenn man eine neue Uhr kauft, ist man eigentlich immer frisch verliebt und hat gar nicht so den Blick für das, was einem nicht gefällt. Deswegen mache ich immer mein eine Woche am Arm Video. Trotzdem kann es sein, dass nach einer noch längeren Zeit noch andere Eindrücke entstehen. Und dafür ist diese Serie Langzeitfazit nach über einem Jahr. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du zu meinem nächsten Langzeitfazit reingeklickt hast. Heute geht es um die Zin 910 SRS. Eine Uhr, die ich mir zu einem ganz besonderen Anlass gekauft habe und genauso wird sie auch getragen, zu besonderen Anlässen. Die Uhr ist 750 typisch, beziehungsweise chronotypisch. Hier ist ja kein Valjoux 750 drin, sondern bereits der Schaltrad-Chrono von Zin. Ist etwas dick, schwer am Arm, wie die meisten Chronographen. Ich trage sie aktuell wahnsinnig gerne am fünfgliedrigen Stahlband von Zin, aber eben nicht besonders häufig. Zum einen liegt es daran, dass es für mich eine besondere Uhr ist, die ich auch so tragen möchte. Zum anderen stelle ich fest, dass ich zunehmend mehr den Preis einer Uhr in meine Tragegewohnheiten einfließen lasse. Je teurer eine Uhr ist, umso vorsichtiger und auch tendenziell seltener trage ich die Uhr. Und die 910 SRS ist ja nun wirklich keine billige Uhr, kein Schnäppchen. Da ich mir bereits am allerersten Tag hier oben im Lünettenkranz eine kleine Delle reingehauen hatte, bin ich noch vorsichtiger geworden. Es ist eigentlich schade um die Uhr, denn es ist ein Hingucker und es ist vor allen Dingen in meiner Sammlung auch eine außergewöhnliche Uhr, die ich der ich einen wirklichen Sonderplatz einräume, sowohl vom Design her als auch vom Kaufanlass und den Gedanken, die ich dazu hatte. Sie ist nachts überhaupt nicht ablesbar, da leuchtet gar nichts. Was für mich immer relativ schade ist, so ist es für mich eigentlich eine reine Taguhr. Wenn ich die Uhr anziehe, dann wechsle ich für die Nacht tatsächlich auf eine andere Uhr, weil ich 24 Stunden am Tag eine Uhr anhaben möchte und ich diese eben nachts nicht ablesen kann. Das ist aber nichts, was mich davon abhält, die Uhr zu tragen. Was mich ein bisschen ausbremst beim Tragen der Uhr, ist einfach die Tatsache, dass ich mir jedes Mal bewusst bin, wie viel Geld ich für die Uhr ausgegeben habe und dass mich das ein kleines bisschen bremst. Und zum anderen, dass sie für mich auch etwas Besonderes bleiben soll. Und das erreiche ich eben auch dadurch, dass ich sie nicht in jeder x-beliebigen Alltagssituation trage. Das ist ein kleines bisschen verrückt, so viel Geld auszugeben für eine Uhr, die man dann so selten trägt. Aber so ist für mich der Wert der Uhr sowohl finanziell, wie gesagt, keine billige Uhr, als auch der Wert, den die Uhr für mich individuell darstellt, betont und bleibt auch erhalten. Je häufiger und je alltäglicher ich sie tragen würde, umso mehr würde ich meinen persönlichen Wert der Uhr inflationieren. Und das möchte ich nicht. Daher ist das eine Uhr, die auf jeden Fall bleibt, aber eben nicht so häufig an den Arm kommt wie vielleicht andere.